den ich schon so lange beobachte, der so ganz eng und verbogen seine eigene Sache ständig weiterführt. Und ich liebe sie. Das heißt, am Anfang haben sie mir noch nie zugetraut, ja, aber jetzt weiß ich einfach, es hört einfach nicht auf, es geht so weiter. Du machst Dinge, die sogar nicht ganz stark zu treffen. Zum Beispiel Proximations. Prokrastination. Die wissen, was das ist. Was heißt das? Ich kenne es nicht. Entschuldigung, can you translate it, please? Krankhafte Aufschieben oder Abbrechen von den Aufgaben, die man sich vorgenommen hat. Echt? Ja. Das habe ich Gott sei Dank schon überwunden. Aber das ist eigentlich schlimm, aber ich bin noch nie dazu draufgekommen, dass ich das eigentlich schon habe. Ja, wenn man es nicht hat, kann man sich helfen. Ja, nein. Es war ein bisschen gut, dass du am Anfang kommst über mich diesen Wort, ja. Prokrastination. Genau, morgen. Ja, so in Spanien sagt man auch mal Manana, Manana. Also, jeder erzählt doch bitte einmal, wie du zu solchen Strukturen kommst. Weil wir wissen ja, du hast ja ganz fest gearbeitet, auch ja. Ich weiß nicht, wie viele Jahre. Ich glaube, du sagst immer 2 Jahre. Also, ich spreche mal über die 2 größeren. Das eine ist das O, das andere ist das Schalalalala. Das heißt, es sind phonetische Titel, die natürlich zum Kunstwerk immer dazugehören, die Titel. Das eine, also beide sind aus Schwimmreifen entstanden, also Schwimmbehelfen. Das erste Mal habe ich das ausgestellt im Konrad-Lorenz-Institut in Klosterneuburg, wo die ganzen Genies der Kognitionsforschung und so weiter tätig sind. Aber 300 Meter weiter die badischen Ränder, weißer Strand, beim Strandbad Klosterneuburg und so weiter. Und ich wollte also diesen Genies der Wissenschaft, die Badevergnügen näher bringen, indem ich ihnen das auch hingebracht habe. Die Fachbezeichnung für aufblasbare Kunstwerke oder für Kunstwerke, die ausschauen, als wären sie etwas aufblasbares, ist eben pneumatische Kunstwerke. Und so sind die Schwimmbehelfe auf der einen Seite Rettungsringe und auf der anderen Seite werden eben die Emotionen des Badevergnügens in das Kulturleben transportiert. Ja, also zu den Lefzen, das sind eben atropäische Abwehrfiguren, also solche, die wir von den gotischen Kirchen mit dem Stephansdom kennen oder von Paul Lichtenstein. Die Grundidee ist eine sehr animistische, das Kunstobjekt ist also so gruselig, dass es das Böse selbst vertreibt. Also davon abgeleitet diese Papiermaché-Skulpturen, wobei eben wir in Wien auch im Prater den klassischen Kasperl aus Papiermaché haben oder den Calafate und so weiter. Das hat ja alles gehört. Also ein traditioneller Teil wienerischer Unterhaltungsindustrie ist das Papiermaché. Also, wie der Oskar bereits erwähnt hat, habe ich ja viele Jahre beim Franz West mitgewirkt. Also nur 2 Jahre schon beim Franz West. Das ist aus taktischen Gründen. Ja. Manchmal ist es zu viel, manchmal ist es zu wenig. Also es war exakt von November 2003 bis März 2011. So, aber die Geschichte ist eben die, ich habe dort also mit 25 Kollegen auch Papiermaché-Skulpturen hergestellt. Das heißt, diese Technik dort natürlich verändert nicht, aber man versucht natürlich sich zu unterscheiden. Das heißt, das Regelwerk, das ich dort vorgefunden habe, habe ich immer umgedreht. Ja? Also zum Beispiel aus Papiermaché den Rahmen zu machen. Da ist der Hintergrund der, es gibt also in Wien inzwischen 2 etablierte große Händler für Malmittel und Künstlerbedarf eben. Also diese Rahmen sind von diesen Firmen. Das Problem ist, dass dieses Decennio dieser normalen Industrie sich dann über die Kunst drüberlegt. Das heißt, wir haben da so einen gewissen Wiedererkennungseffekt, aber das ist natürlich eher was Negatives. Also da bin ich dann doch, auch wenn man das Wort ja nicht aussprechen darf, auf der Seite von 100 Wasser, wo die Individualisierung dann eben auch dazu führt, dass man das Ganze als ein Ganzes halt anfertigt und damit also die Eigenständigkeit im gesamten Objekt entsteht. Was mich aber so erstaunt hat, wie die in die Hand in der geholfen hat, die Skulpturen liegen irrsinnig viel, obwohl Luft drinnen ist.
und die Objekte. Das ist nicht die Federleicht, das ist nur das. Das ist ein Baustein. Aber der Baustein ist nicht so Oktoberstein. Ja, also. Aber warum sind die? Das sind ja wahnsinnig leicht, die viele Karten. Also dadurch habe ich aber eine gewisse Bildung. Das ist. Es ist sehr praktisch und man kann es auch schnell reparieren und so weiter. Ich wollte nur noch zu diesem Regelwerk was sagen. Also zum Beispiel bei Franz West sind die Sachen aus teuren Zeitungen, die Zeit und die Frankfurter Allgemeine und so weiter, relativ bequem. Bei mir ist es umgekehrt, dass ich flade die gratis Zeitungen aus der U-Bahn. Das heißt, ich gehe mit einer Tasche, mach auf, gebe so rein und die können, na, ich weiß mal, wo viel Zeit ist. Ich sage, ja, okay, also, es gibt dann durchaus auch in der Praxis ganz konkrete Unterschiede und das ist für mich nicht so wichtig, dass ich sozusagen mich auch mit dem Regelwerk, das ich damals dann vorgefunden habe, wieder kreativ spielen und die eigene Aussage daraus entstehen. Ja, und dann gibt es uns die Federbilder, die gehören zu der Serie Objekte. Also Objekte sind solche Gegenstände, die aus der Aufmerksamkeit herausgefallen sind. Und in dem Zusammenhang geht es mir also sozusagen um die romantische Künstlerattitüde. Denn die bürgerliche Kunstrezeption, gerade auch hier in Österreich, ist ja in der Romantik sehr stark geprägt worden, weil einfach in dieser Zeit die Bürger sozusagen das Kommando über die Kunstszene übernommen haben. Denn davor waren ja der Papst und die Aristokratie Auftraggeber der Künstler, indem sie sozusagen die Kunst verwendet haben, um ihren Status zu repräsentieren. Das haben dann die Bürger auch sehr wohl mit übernommen. Aber in dem Zusammenhang gab es eben Umbrüche. Und in letzter Konsequenz, das fängt schon 1804 an mit dem Hegel, der schon voraussieht, quasi 100 Jahre bevor man das Moderne nennt, dass es eine Art Dekadenz geben wird. Und deshalb habe ich diese Federnobjekte gemacht, die ein bisschen zu an Fetische von so Zauberern erinnern und so weiter. Warum? Nicht, weil ich an solche animistischen Dinge glaube, sondern weil das Kunstwerk selbst als fetisch behandelt wird heute. Das heißt, wir können das Kunstwerk benennen, wir können es reservieren und verschicken und verkaufen und so weiter, aber im Grunde genommen behandeln wir es als fetisch. Und in diesem Zusammenhang. Also wie Traumfänger aus. Nein, der Traumfänger ist sozusagen eine animistische Gerätschaft. Und hier geht es darum. Ja, aber hier geht es darum, also sozusagen den Abglanz, den schon der Hegel 1804 vorausgesagt hat, dass er sozusagen, wenn die Religion nicht mehr die Stifterin des Kunstwerks ist, dann geht also der Impetus des Künstlers verloren, Diener der Gottheit zu sein, dass es. Ich bin jetzt kein Hegel-Exeget, das ist wirklich eine Anmaßung. Aber im Grunde genommen geht es mir darum, also Dinge zu erzeugen, die nicht einfach die Bilderflut weiter steigern. Denn also, wenn man das Facebook oder sonst Instagram aufmacht, sieht man also perfekte Katzenmaler, wo die Katze also am Fensterbrett vor dem Mondschein sitzt, das Licht, das alles bestimmt, das so gigantisch. Aber das Problem ist, es ist das 3 Milliardste Katzenbild, das ich sehe. Dafür kann der Katzenmaler gar nichts. Und ich habe auch gar nichts gegen Katzen oder gegen Katzenbilder. Ich bewundere das, wenn das genommen habe. Aber im Grunde genommen erzeugt er wiederum einen Fetisch, nämlich also im Genre Katzenbild ein neues Exemplar. Woher kommt die Beliebtheit von Katzen? Das sind kleine Tiger sind. Nein, aber eben, also das ist die Idee dieser Objektserie. Also es geht mir um die romantische Künstlerattitüde, die ich vorher genannt habe, ist eben, dass der Künstler ein besonderes Wesen wäre, das mit einer ansonsten Menschen nicht anzutreffenden speziellen Aufmerksamkeit durch die Welt loswandelt und aus dieser Rezeption Kunstwerke herstellt. Das ist natürlich eine Idee, die in der Romantik entstanden ist und die unsere heutige bürgerliche Kunstrezeption weiter so stark prägt. Der Herr Professor Lachmeier ist heute da, der hat das bei seiner Mozart-Ausstellung in der Albertina 2006 gezeigt, dass der Mozart, der ja vor der Romantik Künstler war, der hat ja nicht dieses romantische Künstlerbild dazu nicht gegeben. Der hat die Noten aufgeschrieben, weil er sich nachher das gleiche rote Röckern kaufen hat können wie der Erzherzog. Ja? Und der hat also seinen sozialen Status damit gewährleistet.
Das ist eine Motivation. Aber der romantische Künstlertyp, das ist eben der, der als Melancholiker mit der letzten Träne ein geniales Werk erzeugt. Das hätten wir gerne, dass das so der Künstler sein Leidensprojekt ist. Und also darauf gehe ich eben mit diesen Objekten ein und stelle also sozusagen in ironischer Umkehrung diese romantische Künstlerbehauptung neu her. Werden diese Arbeiten, die weißen da hinten mit den Federn auch dazu? Oder? Ja, das ist also dann ist eben eine Variante, weil es gibt eben die Porträts, die ich seit vielen Jahren immer wieder, oder jetzt sie damals gemacht und jetzt gucke ich mal ganz raus, dass gut zur Ausstellung passt. Aber es gibt eben die Federnbilder und es gibt die Porträts und jetzt gibt es eben auch Federnporträts. Ja, ich habe also von einer befreundeten Fotografin ihre private Federnsammlung geschenkt bekommen. Normalerweise habe ich die Federn also aus dem Bastelbedarf organisiert und diese spezielle Sache hat mich dann einfach dazu angeregt, jede einzelne Feder als ganz was Wertvolles und Besonderes darzustellen.